Nö. Gib gleich eine zuhälte Stelle, dann seht ihr, wo viel leichter ist, Mann. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum Let's Play To The Moon. Ja, was soll ich groß sagen? Das Spiel wurde mir empfohlen auf Steam und es soll sich angeblich auszeichnen durch die schöne Spielmusik und halt die Grafik. Und ja, keine Ahnung, ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus mit euch zusammen und mal schauen, ja, wie mir das Spiel so gefällt. Also würde ich sagen, legen wir doch mal los. Wo bist du denn nur mit den Gedanken, Neil? Entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Also dem hier. Anscheinend hat es nicht geschafft. Es liegt immer noch am Boden. Dum, dum. Du hast es trotzdem überfahren. Oh. Du hast es überfahren und bist gegen den Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm. Der Wagen gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Wir sagen einfach, ich hätte einen Hundewelpen gerettet. Er mag doch kleine Hunde, oder? Er ist eher ein Katzentyp. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Nun gut, wir haben den Lieblingsfellknaul gerettet. So, Krise abgewendet. Gut, das kannst du dann ja alles in dem Bericht schreiben. Lass uns die Ausrüstung aus dem Wagen holen und losgehen. Linke Maustaste drücken, um ein Objekt mit einem Objekt zu interagieren. Okay, ist es so ein bisschen Point-and-Click-mäßig? Oder kann ich auch mit... Nee, geht nicht. Okay, nicht so schlimm. Dann würde ich sagen... Ausrüstung erhalten. Hab das Mistding, lass uns losgehen. Rechte Maustaste drücken, um das Menü aufzurufen. Aha. Inventar, Ausrüstung. Eine so schwere Kiste kann nur wichtige Dinge enthalten. Notizen, Charaktere... Dr. Neil Watts und Dr. Eve Rosalyn oder irgendwie so. Okay. Dann würde ich sagen... jetzt müssen wir... dem Pfeil hier oben folgen. Das Schild zum Haus zeigt in die andere Richtung. Oh, wie nett von ihm zu existieren. Also doch hier lang. Hey, warte mal. Was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Ja, und die Türen gehen sogar automatisch zu. Wie du immer an mich denkst. Ja, die beiden, die haben es doch miteinander. Dum, 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 dum. Ein Stein. Wer hat einen Felsbrocken hier hingelegt? Vielleicht ist das Sicherheitssystem. Zur Gurke nochmal. Unsere Zeit ist kostbar zu kostbar für solchen Quatsch. Versuchen wir, ihn aus dem Weg zu rollen. Vielleicht können wir einen Ast als Hebel benutzen. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und geben diesem Ding hier die Schuld. Mit den Händen bewegen, einen Ast finden, Mission abbrechen. Einen Ast finden. Einen Ast wird reichen. Da haben wir schon einen. Dim, dim, Ast erhalten. Gehen wir zurück zu dem Felsen. Okay, hoffentlich funktioniert das. Bäh, jo, mit dem Astding aus dem Felsen zerschlagen. Was war das? Das
Hast du das auch gesehen? Dum, dum. Sowas wie ein Ball? Na egal. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Ja, genau. Nun denn, bewegen wir uns. Dum, dum, dum. Was ist das da unten? Eichhörnchen. Ah, okay. Dum, dum, dum. Ah, wir sind bei dem Haus angekommen, wo wir die Kleine vorhin Piano spielen gesehen haben. Ich würde sagen, gehen wir doch einfach mal da rein. Klopf, klopf, klopf. Mom, sie sind da. Dun, 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 dun. Jetzt wird uns die Tür hoffentlich geöffnet. Kein schlechter Ort, um in Rente zu gehen, was? Da geht noch was. Hohe Ansprüche. Nachtschichten, liebst du oder hast du sie? Du kennst die Antwort, du vermummte Nachteule. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Nacht durchmachen müssen, weißt du? Ist mir egal. Und ich bezweifle, dass sie Kaffee haben. Halt den Mund. Machen die endlich mal auf, oder was machen die da so lang? Und das Meeresrauschen wird unsere Ohren sanft umspielen. Davon werde ich bei deinem Gequatsche ohnehin nichts mitbekommen. Und deine... Oh, nicht gelesen. Und rein. Hey, vergiss die Kiste nicht. Ah ja, genau. Vergiss unsere Ausrüstung nicht, du Idiot. Ach, das ist so eine Liebe zwischen den beiden. Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das hier. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Erster Akt. Ich habe es noch niemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Dass sie Leuchttürme sind? Okay. Na, dann bin ich mal gespannt. Dr. Watts und Dr. Rosalyn, nehme ich an. Rosalyn? Rosalyn? Ja, ich denke schon, oder? Danke, dass Sie so kurzfristig herkommen konnten. Kein Problem, ich bin selbst nicht so gut darin, Tode vorherzusagen. Sind Sie die Tochter des Patienten? Oh nein, ich bin nur die Pflegerin. Und das sind wahrscheinlich die Kinder hier, hä? Huh? Und das sind meine Kinder, Sarah und Tommy, die Kinder der Pflegerin. Ich habe hier nicht gerade einen 8-Stunden-Job, deshalb erlaubt uns John hier zu wohnen. Ich nehme an, dieser Johnny ist unser Mann. Johnny? Hören Sie, wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Nein, nein, er möchte nur lieber so genannt werden. Er ist oben, sein Arzt ist gerade bei ihm. Kommen Sie bitte mit. Also jetzt folgen wir der guten Haushälterin. Kiste nicht vergessen, mein Lieber. Also dann, schnapp dir den Koffer und los geht's. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schmerzensersatz. Na dann, Kiste nehmen, Ausrüstung erhalten und okay, ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Let's go. Nach oben? Jupp. Können das Haus auch später noch erkunden. Okay, sie sind weg. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen. Wahrscheinlich am Flügel, nehme ich an, oder? Aha. Das ist nicht fair. Du hast mich geschubst. Gar nicht wahr. Egal, du hast eh die beiden langweiligsten Noten. Dum, dum, dum. Ich selber habe auch jahrelang Klavier gespielt, kann man noch dazu sagen. Dum, 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 dum. Nun denn, für ihr Alter sind diese Kinder ziemlich gut. Hey, du bist diejenige, die hier ständig erzählt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoriten durch die Gegend schleppen darf. Ah, ja, komm schon. Los geht's. Auf zum Johnny. Und das ist sicher mal kein Kind. Was hat er denn für Probleme? Ich würde sagen, wir reden mit der Haushälterin. Wollen Sie aufbauen? Maschinen abstellen? Umsehen? Maschine absetzen. Ja, dauert nur einen Augenblick. Was ist denn das für eine Maschine?
hoffe, dass das Aufnahmefenster um einigermaßen stimmt, weil ich das nur im Fenstermodus spielen kann, auch so aufnehmen kann. Sind Sie sicher, dass eine normale Steckdose für Ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Schklapp. Oh Mist. Alles gut, alles gut. Reine Routine, ich teste nur, ob ihr aufpasst. Was ist denn das für ein Gerät? PlayStation 8 oder was? Dum, dum. Wie macht er sich? Nicht so gut. Wenn Sie mich fragen, er hat noch ein oder zwei Tage. Also ist der alte Johnny anscheinend dem Tode sehr nah. Das ist reichlich Zeit. Sie beide können ihm also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft. Denn wir sind einfach der Wahnsinn. Yeah. Also wie lautet der Wunsch? Der Mond. Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Oh, ist ein schöner Himmel draußen. Die alten Knacker werden auch immer abgedrehter, was? Also ist das möglich? Hm, kommt drauf an. Das Wort, das du suchst, heißt ja. Warum erzählen Sie uns nicht ein wenig über unsere Kunden hier? Tja, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Johnny ist ein seltsamer Mann. In den 2 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Himmel nochmal, ich hätte mehr erfahren, wenn ich sein verdammter Zeitungsjunge, wenn ich ein verdammter Zeitungsjunge wäre. Ah, sein verdammter Zeitungsjunge. Sei still, mach einfach deine Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, können Sie noch einiges über ihn erfahren. Johnny hätte sicher nichts dagegen. Er hat selbst beide ja beauftragt. Gut, dann machen wir das. Dann werden wir uns mal ein bisschen im Haus umsehen, um zu erfahren, wer der Johnny denn so ist, der da zum Mond möchte. Also, wer von uns beiden spielt? Was? Wer von uns beiden spielt was? Ah, Detektiv wahrscheinlich. Dr. Watts. Ich nehme Dr. Watts. Ich mach das. Ich habe mal den Sherlock Holmes in der Theater AG gespielt. Du hast den Watson gespielt. Pah, das ist doch das Gleiche. Einfach hier konfigurieren, so läuft's schon. Nun denn, dann schauen wir uns mal ein bisschen im Haus um. Meine Kinder können sie herumführen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Sehr schön. Die brauche ich nicht. Ich will jetzt mal ein bisschen alleine hier umgucken. Was gibt's denn hier so zu sehen? Gehen wir einfach mal durch. Oh, was ist denn das für ein Bad? Alles hier am Glänzen. Zeig mal her. Mach mal das Licht an. Ah ne, wenn es so glänzt, kann man damit interagieren wahrscheinlich. Toilette, WC, Bilderrahmen. Okay, gehen wir wieder raus. Bücherregal. Was haben wir denn hier so Schönes? Eine Auswahl medizinischer Fachartikel. Okay. Mit denen unterhalte ich mich jetzt noch nicht. Oder mal gucken, was die zu sagen hat. Er ist nicht mehr ansprechbar, aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Schwer zu sagen, wie viel Zeit ihm noch bleibt, aber ich würde mich beeilen. Ja, ja, mach ich. Kein Stress, kein Stress. Erstmal muss unser guter Sherlock Holmes hier... Ah. Das Gemälde zeigt einen Leuchtturm an der Küste. Und das hier? Das Gemälde zeigt eine Frau. Sie hält etwas Gelbes und Blaues. Okay, und das hier? Das Gemälde zeigt ein Tier oder etwa oder so etwas. Das Gemälde zeigt 3 Leute, die sich unterhalten. Okay. Dum, 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 dum. Würde ich sagen, gehen wir mal nach unten, oder? Warten Sie, kommen Sie noch einmal kurz zu mir. Ich habe etwas für Sie. Bewegen. Zu wem muss ich gehen? Zu der oder zu der? Zu der. Hier, nehmen Sie das. Kabelloser Kontrollmonitor erhalten. Damit wissen Sie jederzeit, wie es Johnny geht. Ich hoffe, es hat keinen Selbstzerstörungsknopf. Für die habe ich nämlich ein Händchen. Ja, ganz cool. Johnnys Kardiogramm ist jetzt im Menü aktiviert. Zeig mal hier. Wo haben wir den denn? Inventar. Ah, da oben. Da sieht man dann, wie es dem geht. Okay. Dann verlassen wir jetzt mal das obere Stockwerk.
und gehen zu den kleinen Gofen nach unten. Hey, ihr zwei Schlingel. Hallo. 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 Geht nicht. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Eine schöne Uhr. Die zeigt uns die Uhrzeit. Dann gehen wir hier mal in das Zimmer rein. Ich hoffe, euch ist die Musik nicht zu laut. Können wir mal das Licht anschalten? Okay, hier gibt es anscheinend auch nichts mehr groß zu gucken. Was haben wir denn hier so Schönes? Ist echt ein großes Haus, glaube ich. Ich sollte erstmal diese Kinder fragen. Trotzdem hineingehen? Jo. Licht anschalten. Ein Buch. Eine Staffelei. Hier haben wir noch ein Regal. Schauen wir mal. Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Eine Passage lesen, Buch zurückstellen. Was haben wir hier? Das Kleid. Die Geschichte eines Mädchens, das sich in einem Zombie verliebt, der in sanftem Sonnenlicht den Duft von Vielchen verströmt. Passage lesen? Nö. Hab jetzt keine Lust, noch weiter zu lesen. Gehen wir mal zu den kleinen Kindern. Ich konnte die ja gar nicht ansprechen eben. Ah, hier. Was wollen Sie? Führt mich durchs Haus. Hey, eure Mom will, dass ihr mich durchs Haus führt. Okay, vielleicht machen wir das. Vielleicht? Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugung. Das ist alles. Die sind richtig frech hier. Okay, was meinst du, Tommy? Ja. Gib gleich eine zuhälter Stelle. Dann seht ihr, wo vielleicht ist, Mann. In Ordnung, reden wir darüber. Was wollt ihr, Drecks... Dreckshorst? Dreichselhorst? Dreichselhorst, oh Gott. Wir wollen eine Trillion Dollar. Ja, die habe ich natürlich dabei. Wer hat denn nicht einfach mal so eine Trillion Dollar dabei? Oder die Zuckerstange, die Mom... ist natürlich genau gleich gut. Ja, oder die... was? Da ist eine riesengroße Zuckerstange oben im Regalfach, an dem wir nicht drankommen. Sie liegt in der Küche. Mom hat sie dort vor uns versteckt, bis wir die Hausarbeit erledigt haben. Holen Sie sie für uns und wir machen mit Ihnen eine Tour durchs Haus. Wie sieht das aus? Ja, komm, machen wir. Weil eine Trillion Dollar habe ich jetzt nicht gerade dabei. Ihr habt Glück, dass ich keine Lust habe, wieder die Treppe raufzurennen. Sonst würde ich euch das eurer Mutter erzählen. Die Küche ist rechts von der Treppe. Holen Sie uns... Okay, also rechts von der Treppe. Das ist ja fast wie eine schreckliche Quest und das gleich am frühen Morgen. Rechts von der Treppe, hier ist die Küche. Da waren wir schon mal drinnen. Und jetzt anscheinend, da ist die Zuckerstange. Was? Kommst du auch nicht dran? Aber die Mutter kommt dran, oder was? Okay, warte. Ja, ist gut. Ich nehme mal diese dumme Zuckerstange mit, wenn ich eh schon hier bin. Zuckerstange erhalten. Jawohl. Das ist simpler als einem gelähmten Kind den Lolli zu klauen. Können wir den wieder zurückstellen? Oder müssen wir den wieder zurückstellen? Nee. Lassen wir den einfach da stehen. Hey! Auf zu den Kindern. So. Alles klar, Kinderchen? Ich muss vielen Gefahren trotzen, aber ich habe nun die Zuckerstange. Vermutlich ist sie ein Jahrzehnt alt und schmeckt wie alter Fußboden, aber man kann sie wunderbar als Gehstock benutzen. Sehr schön. Gut, wo fangen wir an? Ich weiß, da ist dieser seltsame Raum im Keller. Ich mag den seltsamen Raum nicht. Welcher seltsame Raum? Sie werden schon sehen. Er ist gruselig. Wir brauchen aber die Schlüssel. Der alte Mann hat sie in einem Buch im Arbeitszimmer versteckt. Also auf ins Arbeitszimmer und holen wir uns die Schlüssel. Da ist der Bücherraum. Der Schlüssel für den seltsamen Raum ist in einem dicken Buch des obersten Regals. Okay, dann gehen wir mal nachschauen. Weiterlesen, ja, hä? Muss ich das lesen, dass dann... Nee.
Vielleicht muss ich immer eine Passage lesen? Ah, da ist der Schlüssel. Perfekt. Der Mann weiß, wo man Schlüssel versteckt, genau. Ich frage mich, wenn ich vorher die Passage gelesen hätte, bevor ich die Kinder anspreche, ob ich auch den Schlüssel gefunden hätte. Tommy hat immer Bücher nach mir geworfen und nannte das eine Bücherschlacht. Deswegen bist du anscheinend so ein bisschen behindert oder so. Bis ich eines Tages mal eins zurückgeworfen habe, da brauchte er dann ein Pflaster. Hihi. Also? Wir können jetzt den seltsamen Raum im Keller aufschließen. Auf in den Keller. Das ist der Keller. Hier spielen wir immer Verstecken. Schalten Sie das Licht an, damit wir nicht stolpern. Okay, meine Lieben. Wir sind jetzt im Keller, aber was sich hier unten in den Keller verbirgt, welches Geheimnis, welche riesigen Mysterien, das erfahrt ihr erst im zweiten Part. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Wenn ja, hoffe ich, freut euch auf den zweiten Part, denn ich werde weiter aufnehmen dann. Und bis dahin würde ich sagen, Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, weil bei uns ist dann jetzt langsam Nacht. Und haltet die Ohren steif. Ciao.